Friedrich Schiller, Wilhelm Tell, Interpretationsansatz und Rezeptionsgeschichte. Wann ist es gerechtfertigt, einen Aufstand gegen die Herrschaft anzuzetteln? Und unter welchen Umständen kann eine Revolution moralisch gut sein? Kommt eine Revolution ohne Blutvergießen aus? Diese Fragen stellte sich Friedrich Schiller. Sie liegen seinem Schauspiel Wilhelm Tell zugrunde. Nicht allein er war es, der sich in seiner Zeit diese Fragen stellte. Stell dir vor, die Französische Revolution lag noch nicht lange zurück. Viele hatten anfangs an sie geglaubt. Dann aber waren sie enttäuscht, wie gewalttätig sie ausgegangen war. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.